Hier melde ich mich wieder, Phantom Foxy. Ich wollte euch nur sagen, gestern war ich doch ein Ent und hab da ein bisschen was gebaut. Weiter. Bei meinem Projekt zum Panda-Ent. Ja, das ist jetzt das Panda-Ent. Das sind lauter Pandas. Zu denen gehe ich hin und fütter die. Auch die fütter ich natürlich hier auch, aber. Ich sag nur. Heute werde ich irgendwie im Untergrund noch was rumgraben und so gucken, ob da irgendwo was ist. Und wenn ich da nichts finde, dann verschließe ich das wieder und gehe woanders hin. Denn ich, Phantom Foxy, möchte mit euch einfach den Untergrund heute ein bisschen erkunden. Ob ich da irgendwo was finde. Aber das letzte Mal habe ich was gefunden. Aber leider ist das. Naja, finde ich nicht mehr wieder. Vielleicht irgendwann. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Jetzt geht's erstmal weiter. Da liegt ein fauler Panda rum. Aber, naja, fast alle hier sind faul, aber nicht alle. Ja, was mache ich denn jetzt? Scheiße, ich steck fest. Oh, scheiße, sagt man ja nicht auf YouTube. Oh, wegen der Werbung. Sonst kriegt man ja keine. Aber was soll's? Bin ja noch nicht so weit. Und wenn irgendwann mal dann, dann ist das so. So, was ist denn hier drunter? Nichts. Ist hier irgendwo was drunter? Nein. Und was setze ich hier? Ein Leuchtfeuer. Hier. Nackte Hand. Ich bin im Kreativmodus, also kann mir das doch eh scheißegal sein, was. Finde ich hier irgendwo was? Nee. Überhaupt nichts gefunden. So. Was mache ich denn hier?
So, und habe ich da was unten drin, unten gegraben. Falls ich da mal irgendwann mal wieder hin will, brauche ich einfach nur ein bisschen graben und dann. Ich werde ja auch erstmal hier. Ah, ich bin wieder unter der Erde. Ich suche jetzt einen Baum. Toll. Jetzt bin ich festgebuggt. I am stuck. Bin gleich wieder da, muss meine Welt erstmal neu laden, Mann, ey. Hier bin ich wieder, euer Phantom Foxy. Ich, Phantom Foxy, musste hier kurz in dem Fall kurz abbrechen. Weil ich stecke hier eben fest. Ich, Phantom Foxy, in meiner eigenen Welt stecke ich fest. Denn ich bin unten bei Sister Location, spiel da bei den Nachtwächter da unten. Minecraft. Übers Telefon des Nachtwächters. Ich hab's ihn geklaut und nur vorher gekillt. Mir auch egal. Ich fand den Proxy spielen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich stecke jetzt hier nicht mehr fest. Das war einfach nur so ein simpler Bug.
Jetzt bin ich ja wieder da, jetzt gehe ich nach da hinten, wo ich auch schon mal gewesen bin, da. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Da hinten ist ja das Loch. Und was mache ich jetzt hier mit? So. Ich gehe jetzt hier hin und wieder raus und mach so. Das verschließe ich hier wieder mit Erde da unten. Mach ein Leuchtfeuer oben rauf. Und dann gehe ich erstmal zum anderen Untergrund. Tut mir leid, ich bin heute müde. Ah. So, jetzt bin ich wieder richtig da. Boah. Alter, Falter, wo ist denn die Schiene? Da. Wo ist denn jetzt die Lore? So, da rein. Dann darauf. Dann. So. Das habe ich hier immer, dass ich da rausfliege. Autsch. Das tut weh. Ah. Oh Mann, ey. Meine Beine, Alter. Tut das weh. Ja, hier, da kommt. Dann kommt da noch überall Erde hin, hier, da. Mensch, ey, komm doch mal da raus, oder stecke ich schon wieder fest? Ich werde hier mal einen Baum pflanzen hier unten. So. Weg.
dann mache ich hier mal einen Baum hin. Da reinkommst. Dann hol ich noch hier. Wie geil sieht denn das aus? Hier in einem Untergrund. Ein Baum. Wie geil sieht das aus? Ist mir nie aufgefallen hier. Boah, cool, ey. Endlich mal ein bisschen was besser gebaut hier. Hier im Untergrund ein kleines Bäumchen gesetzt. Und jetzt. Naja, das ist mir auch ein Dorn im Auge da unten da. So. Jetzt gehe ich erstmal wieder nach oben. Wieder raus hier. Weil ich habe jetzt auch schon mal wieder was hier erledigt hier. Ja. Nichts Tolles hier, aber mindestens eine Kleinigkeit. Ich gehe mal hier raus. Aus Tag. Ist gut. Wo ist denn jetzt hier die Lore? Da ist sie ja. Hier. Was ist denn jetzt los hier? Backt das hier alles rum oder was? Ja. Ich habe schon wieder ein paar Bugs. Ey, toll,
Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück. Wie geht das denn? Ja, das war's dann für heute. Das war's dann erstmal für heute. Weil ich habe ja auch schon einiges jetzt erledigt. Ja. Hier ist Phantom Foxy nochmal. Ich wollte euch Danke sagen, dass ihr heute mal zugeguckt habt wieder. Da wollte ich echt Danke für sagen, weil das ist wirklich echt nett von euch. Das ist nicht bei jedem so, dass man geschätzt wird und einen zuguckt. Das ist nicht überall so, aber. Ich schätze denjenigen, der mir zuguckt, wie ich mein Abenteuer erlebe. Das schätze ich wirklich.
Da will ich mich wirklich für bedanken, dass du mir zugeguckt hast. Denn wenn du mir zuguckst, das reicht mir vollkommen aus. Oh, da habe ich ja ein bisschen Scheiße gebaut, eben hier hinten. Oh, hab ein Bett kaputt gemacht. Ja, aber was soll's? Das kann ich ja immer noch gleich reparieren, denn ich fand am Foxy weiß ganz genau, wenn ich was reparieren muss, da kannst du ruhig beim nächsten Mal zugucken, wenn ich was repariere oder was anderes mache. Ja. Bett ist zu weit weg. Danke, dass ihr zugeschaut habt und das ist ein Applaus für euch alle. Liebe Leute. Und wenn du zugeguckt hast, dann muss ich dich echt dafür loben, weil das nett von dir ist, dass du mir zuguckst. Und außerdem sage ich dir nur, hier ein kleiner Breakdance für dich. Wollte ich nur mal sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal.